Das RKI registrierte außerdem 342 Todesfälle. Knapp 18,7 Millionen Impfdosen wurden bislang in Deutschland verabreicht. Auch deshalb warnen die niedergelassenen Ärzte, dass die Impfkampagne in Deutschland massiv ins Stocken geraten könnte. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung bekommen die Praxen viel weniger Impfstoff von BioNTech zugewiesen als zugesagt. Offensichtlich geht das Präparat jetzt vor allem an die Impfzentren.